Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Animal Crossing. Let's go to the city. Bei einem ziemlich schönen Abendsetting hoffentlich. Heute am 25. November. Wir haben eine Menge Post. Ich habe mal wieder eine Menge bei Tom Luke bestellt für die Einrichtung. Ja, eigentlich von beiden Häusern, von Palek und von Komori. Und ja, das werden wir heute auf jeden Fall mal ein bisschen angehen. Ich habe vor, so ein bisschen so ein, ja, einfach mal wieder so ein Part zu machen für das, was ich eigentlich offscreen mache. Einfach, um das mal wieder ein bisschen zu zeigen und um euch einfach mal mitzunehmen, weil irgendwie habe ich gerade Lust drauf. Und morgen ist Flohmarkt. Ja, das wird erstmal direkt gelöscht. Das interessiert mich gar nicht. Das können wir auch löschen. Das können wir auch löschen. Das ebenfalls. Wie oft gab es denn bitte diesen Ausverkauf? Keine Ahnung. Gut, das Herbstfest ist auch rum. Das können wir auch schon mal löschen. Und hier, das habe ich gar nicht gezeigt, aber am 12. November stand hier schon von wegen so, ja, die ersten Schneegestöber sind für November gemeldet. Das habe ich mir tatsächlich auch mal angeguckt. Wir können jetzt erstmal hier ein bisschen was reparieren, was der Turtle hier kaputt gemacht hat mit seinem Herbstfestbankett. Ja, wie gesagt, wir werden so einiges machen. Wir werden ein bisschen die Häuser einrichten. Jetzt habe ich vergessen, die Blumen gestern zu kaufen. Na, egal. Das möchte ich nämlich auch mal wieder machen. Ein bisschen euch zeigen, ja, was in der Stadt so passiert ist. Blumentechnisch, gestaltungstechnisch. Werde dann das Ganze quasi ein bisschen fortführen hier. So wie ich das halt auch eigentlich täglich mache hier. Wenn ihr das nicht seht, wenn ich das offscreen mache. Ein bisschen mit den Bewohnern reden. Wie gesagt, die Häuser weiter einrichten. Ich habe ja jetzt die Möbel alle jetzt in meinen Briefen. Das werde ich tun. Und eventuell werde ich noch ein bisschen angeln. Deswegen auch eigentlich dieses abendliche Setting, weil irgendwie habe ich das Gefühl, abends ist es ein bisschen... Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl zumindest, dass es abends besser klappen könnte, wenn wir die beiden Fische jetzt überhaupt schon fangen können, ohne dass Schnee liegt. Und es ist halt generell einfach eine schönere Atmosphäre mit dem Leuchtturm. Und das ist es auch eigentlich schon in Gründen. Ja, ich habe noch ein paar Sachen in den Taschen. Wir werden einfach mal wieder so alles machen. Hier, das Pfeiloutfit habe ich gestern noch von Julian bekommen, dafür, dass ich dem Philipp was überbracht habe. Sehe ich ein bisschen aus wie eine England-Flagge. Ich glaube, da trage ich es einfach mal so ein bisschen. Ich glaube, meine Herzchenbrille werde ich auch mal ablegen und die dann mit Palek tragen, weil irgendwie könnte ich mir gut vorstellen, dass das ganz gut aussieht. Ja, wir werden so dies, das machen und habe ich einfach mal Lust drauf. Einfach wieder so richtig pur Animal Crossing. Ohne den Riesenplan, sondern eher so diese kleinen Sachen, die man eigentlich immer so zwischendurch macht, die ich halt einfach für nicht so wichtig erachte, dass ihr die sehen müsst. Und ich finde, das gehört auch mal wieder so ein bisschen dazu. Irgendwie. Faszinierend. Gleich habe ich dich identifiziert. Also ich glaube, es ist ein Dimetrotorso. Den haben wir natürlich schon. Die Sammlung ist ja komplett. Viel Spaß damit. Der Philipp wollte auch noch ein Fossil haben. Der wollte aber auch ausziehen. Und das schon vor 3-4 Tagen. Ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt vielleicht, also ich habe gerade gesehen, er war zu Hause, dass er jetzt vielleicht schon die Kartons im Haus hat. Heute, gestern war es noch nicht der Fall. Wenn nicht, dann können wir ihm das Fossil vielleicht noch übergeben, weil die Quest ist jetzt, glaube ich, auch 2 Tage alt. Mal schauen. Ich meine, sonst verkaufe ich die ja halt sowieso nur, ne? Ja, dies ist nichts anderes als ein Pterra-Schädel. Auch den haben wir schon. Viel Spaß damit. Ja, neue Sachen fürs Museum habe ich sonst leider nicht für dich. Der Rainer ist da ein bisschen blöd. Der hat ja nicht mal neue Gemälde für mich im Angebot, also neue, die ich noch nicht habe. Und, naja, selbst wenn, sind es meistens erstmal Fälschungen. Und, wie geht's den Grünen? Also ich würde sagen, denen geht's gut. Gut, gut. Ich trinke mal wieder eine Tasse Kaffee hier bei dir. Käffchen? Kostet 200 Sternis. Welche Mischung? Ja, ich nehme die übliche. Bitte, eine Tasse der Hausmischung. Ach ja. Das Leben ist so gediegen in Animal Crossing. Es ist schön. Für dich habe ich sogar mal eine Tasse gespült. Was? Was? jetzt bereue ich den ganzen Kaffee, den ich vorher bei dir getrunken habe, aber gut. Also trink ihn. Dankeschön. Sehr freundlich von dir. Und gleichzeitig ziemlich verstörend, aber ja, macht ja nichts. Hui, dieser Kaffee ist so stark, da fliegen einem die Herzklappen weg. Unschlagbar. Ja, und wir haben hier nicht mal ein Krankenhaus in Draconia. Das ist, belastend. Danke. Es hat sich angehört, als hätte ich so blöd gesagt. Okay, Coffee. Das merke ich mir. Ich hole alle meine Gyroiden wieder, die bei dir in der Lagerung sind. Das ist genau einer. Ich habe, glaube ich, mittlerweile noch ein paar mehr, aber... Naja. Wenn dann... Hatte ich bisher nicht die Muße dazu, die da hinzubringen. Das würde ich jetzt nämlich auch tatsächlich immer machen, wenn ich welche finde. Ich meine, das Geld brauche ich halt sowieso nicht. Und warum nicht mal ein bisschen diese
Sammlung auffrischen. Finde ich nicht so schlecht. Immer noch eine Menge Stuff zum Verkaufen. Das Tiefsee-Outfit will ich jetzt eigentlich nicht unbedingt verkaufen. Was haben wir denn noch in den Briefen so? Das Funkel-Outfit, okay, das war das letzte, was ich getragen habe. Können wir mal in den Schrank packen alles. Das Pilzbett auch unbedingt behalten. Und eine Bartwand, stimmt. Ich habe mal wieder offscreen ein bisschen mit Assisa getauscht. Diesmal habe ich tatsächlich sogar 4 Teppiche, glaube ich, bekommen. Nee, nicht es ging um Tapeten. 4 Tapeten bekommen, also so Schmutzwände. Und vielleicht waren es sogar 5. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, es waren nur 4. Und ab 3 bekommt man angeblich was Seltenes. Ich habe mich aber, ich persönlich erinnere mich halt immer so daran, ich habe manchmal 3 abgegeben und habe dafür nur eine normale Tapete bekommen, also keine seltene. Laut Wiki-Einträgen ist das aber eigentlich ab 3 der Fall, dass man seltene bekommt. Wie auch immer, ich hatte halt 4, habe alle 4 zusammen abgegeben und habe dafür die Bartwand bekommen. Und die finde ich ja persönlich auch sehr schick, aber ich glaube, da werde ich keinen Platz für haben, so für so ein Thema mal irgendwie sowas zu machen. Aber mal schauen. Vielleicht ändere ich mal meine Meinung noch ein bisschen. Na, jetzt hätte ich doch gleich noch den Pilz da oben zusammen mitverkaufen können. Wegen dem Elegantpilz haben wir jetzt auf jeden Fall 19.000 bekommen insgesamt für diese Lieferung. 200.000 für diesen Flachpilz heißt er, glaube ich. Und wenn wir schon mal hier sind, können wir eigentlich direkt gleich die Blumen mitnehmen, weil ich habe ja sowieso noch eine Unschuldsrose dabei, die ich natürlich auch noch gerne direkt verarbeiten möchte. Ich bin mir allerdings noch nicht ganz sicher, ob ich die an die Stelle packe, wo ich aktuell die Unschuldsrosen immer hingepackt habe. Ich werde jetzt auch einfach mal wieder alle kaufen und dann ein bisschen schauen, wo wir denn noch Bedarf haben. Ich habe nämlich selber so ein bisschen den Überblick verloren, wo ich was gerne hingepflanzt hätte. Obwohl, wisst ihr auch sicherlich, der größte Teil der Stadt ist halt auch eigentlich so komplett, dass ich sage, da muss ich eigentlich nichts mehr hinpflanzen. Aber es gibt hier und da auch noch Stellen, wo ich vielleicht noch was ändern möchte. Allen voran wäre das immer noch der Bereich unten, links vom Fluss. Also da, wo ehemalig meine Plantage war. Das hatte ich ja ein bisschen umgebaut, aber damit bin ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz zufrieden. Und auch den Bereich zwischen Geralds Haus und dem leeren Haus noch. Gefällt mir auch noch nicht so ganz gut. Das könnte man nochmal angehen. Bereich, den ich gerade meinte, wäre dieser Bereich hier. Also hier zwischen zum Beispiel einfach noch diesen Bereich füllen. Ich glaube, da könnte ein Seltenpilz vergraben sein. Wenn es jetzt ein Fossil ist, wäre das sehr doof, weil ich war gerade bei Eugen. Aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wir noch ein Fossil heute finden. Dann müssen wir halt irgendwann nochmal hinrennen. Sollen wir vielleicht irgendwie noch ein Hornfeilchen, weil ich habe hier gerade ein paar Hornfeilchen gepflanzt. Ja, wunderbar. Sonst haben wir noch eine Bernsteinrose, die kann ich aber auch noch, ja, die kann ich auf jeden Fall noch woanders verwenden. Viridiflora-Tulpe brauche ich noch, gelbe Tulpen hier in der Gegend. Naja, ich habe die immer so ein bisschen als Rand benutzt hier. Aber ehrlich gesagt, nein. Ja, endlich ein Möbelstück, sehr gut. Da muss ich mal eine Liste machen, was mir noch fehlt an Pilzmöbeln. Ein Waldteppich fehlt auf jeden Fall nicht mehr. Teppich und Tapete bringen, glaube ich, so um die 1500 Sternis. Die anderen Items so um die 3300 Sternis. Sind also nicht die seltensten. Oder war das jetzt die Herbstserie? Nee, ich glaube, es war die Herbstserie. Ich habe wieder Bullshit erzählt. Kann aber sein, dass die Pilzserie ungefähr im gleichen Preissegment liegt. Das weiß ich nicht. Ja, ich packe das Viridiflora-Tülpchen jetzt auf jeden Fall mal hier hin. Und werde das dann selber nochmal ein bisschen überdenken, wie ich das hier mache. Dieser Überdenkungsprozess ist immer ein bisschen zeitintensiver. Das würde ich jetzt nicht so unbedingt innerhalb eines Parts machen wollen, aber ja, so grundlegend mal kann man das schon machen. Also hier mit diesem Bereich bin ich einfach noch nicht so ganz zufrieden. Ich finde das ganz schön hier mit den Unschuldsrosen. Ich glaube, da bin ich jetzt aber auch hier unten angelangt mittlerweile. Und da weiß ich nicht so ganz, ob ich die hier noch... Ja, also hier kann ich auf jeden Fall noch eine hinpflanzen. Habe ich noch eine bekommen jetzt bei Nook heute? Nee, okay. Eine Triumphtulpe hätten wir noch. Die gehört eigentlich dann auch hier hin, wenn man konsequent ist. Nicht Kissenprimel. Wir bräuchten, wenn dann eine... ach Gott. Kissenprimel, Auricle und Gartenprimel wäre das dann. Haben wir jetzt heute nicht bekommen bei Tom Nook. Ich mache mal einen kleinen Safe State. Und der Rest sind jetzt hauptsächlich, okay, Pfingstfeilchen, da habe ich auf jeden Fall noch eine konkrete Verwendung, ja. Die Kissenprimel ist rot, das Alpenfeilchen ist
auch rot und die Bernsteinrose ist gelb. Ja, gut. Dann gehen wir mal gerade direkt die Stellen ab, bevor ich das alles vergesse, wie ich das gerne pflanzen möchte. Die können wir nämlich, glaube ich, ganz gut verwenden, alle. Den Bereich habe ich euch ja schon mal kurz gezeigt im letzten Part. Da haben wir zum Beispiel noch diese Stelle hier. Da würde ich dann eine Bernsteinrose für einpflanzen. Ja. Die haben wir hier. Und ich weiß nicht, eventuell werde ich dann auch noch diese Tulpen hier ersetzen durch Rosen. Dann haben wir das sehr einheitlich. Und dann habe ich jetzt auch schon wieder eine weitere Viridiflora-Tulpe, die ich dann auch einfach mal alibimäßig hier unten reinklatsche. So. Ja, der letzte Part war insgesamt ein bisschen stressig. Was einfach daran lag, dass ich diese Technikprobleme hatte und einfach den Schock meines Lebens wirklich bekommen habe. Hier habe ich doch gar keine mehr. Einfach weil der Speicherstand plötzlich nicht mehr speichern wollte und das war halt wirklich extrem beschissen. Echt keine Ahnung, ich kann mir echt nur vorstellen, dass es halt wirklich irgendwas im Task Manager war, was ich rausgeflitscht hatte, weil ich vermutet habe, dass die Performance dann besser wird für die Aufnahme. Es ist auf jeden Fall ziemlich blöd gelaufen. Ob es jetzt daran lag, weiß ich nicht. Fakt ist, dass die Performance nicht so geil war, wie ich mir sie gewünscht hätte. Und dass eben dieses Speicherproblem plötzlich aufgetaucht ist. Deswegen, das habe ich auch gar nicht mehr angesprochen, nachdem die Aufnahme wieder funktioniert hat, weil ich einfach nur froh war, dass sie funktioniert hat. Nämlich habt ihr vielleicht dann auch, wenn ich in den Shop gegangen bin oder sowas zum Beispiel, hat man, oder in Haus besser gesagt, es gibt hier nur einen Shop, dass dann die Ladezeiten wieder vorhanden sind, die ich ja eigentlich mal entfernt habe. Also da gibt es so eine Einstellung für Animal Crossing, dass man dann die Ladezeiten, wo dann hier unten der Bus erscheint, die hat man dann quasi nicht, weil das ist irgendwie so ein Schnellzugriff auf das Spiel. Und es hat ja eigentlich keine Probleme gemacht. Ich hatte es aber sicherheitshalber mal wieder entfernt, also dass er normal lädt, weil ich die Befürchtung hatte, dass das vielleicht irgendwie dieses Speicherproblem hervorgerufen hat. Kann natürlich auch immer noch sein. Ich glaube aber eher, wie gesagt, okay, er zielt wirklich aus, dass es wirklich jetzt daran liegt, dass ich da irgendwas selber rausgeflitscht habe, was nicht sein sollte. Alles fit, Entchen. Ich wusste, dass du mal vorbeikommst. Also, warte mal. Ach ja, du hast ja bestimmt gehört, dass ich mich demnächst verdrücke. Ich hab's dir selbst gesagt. Ja, deswegen bist du hier? Autsch, das war ein harter Schlag. Ach so, nee, du bist nicht deswegen hier. Ach, ich bin eh bald weg. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir uns wiedersehen. Könnte aber auch an den vielen Setups liegen. Ja, das Outfit hat übrigens der Julian gestern noch. Ne? Dafür habe ich ja das Feil-Outfit bekommen. Das war sein Geschenk an Philipp. Sein Abschiedsgeschenk, so gesehen. Aber ich habe ja dem Walulus seine Videos abonniert, deswegen werde ich ja nie so ganz ohne Philipp sein. Ja, okay, gut. Das war ungefähr ein Valulus-Niveau-Witz, auf jeden Fall. Was habe ich denn hier gemacht? Ah, scheiße. Ja, hätte ich das früher gesehen, hätte ich höchstwahrscheinlich den letzten Save-State geladen von gestern. Habe ich natürlich nicht. Ja, weil ich mich nie überall umgucken kann, wo wertvolle Blumen sind und ich gebe zu, ich habe auch gerade da eben die Blumen gegossen und war nicht mehr so hundertprozentig aufmerksam, was das Gießen angeht. Und ja, da haben wir jetzt den Salat. Die eine Blume ist kein Problem, das ist halt einfach nur eine Triumphtulpe. Die habe ich ja sogar unten irgend. Habe ich die nicht? Wo habe ich die denn? Ich hatte doch gerade eine Triumphtulpe noch irgendwo, oder? Stimmt, die hatte ich da unten bei der ehemaligen Plantage hatte ich die hingefeuert, genau. Das ist also nicht das Problem, das Ding wieder. Das könnte ich hier einfach nach oben pflanzen. Das Problem ist halt eher diese Blume. Weil davon hatte ich halt nur sehr wenig. Also das sind jetzt hier die zwei. Die zwei, die zwei. Dann hatte ich sieben Stück. Nee, acht Stück hatte ich davon. Und irgendwie wachsen da auch nicht mehr von. Von diesen schwarzen Tulpen hier, also diesen dunkellilanen, da wachsen ganz viele von. Aber von diesen richtig schönen lilanen leider nicht so viele. Und das ist extrem schade, dass da jetzt einer weg von ist. Aber Hauptsache, Alessio geht's gut. Und Alessio ist in meinem Fall diese blaue Rose hier. Die hege und pflege ich, absolut. Ja, wir könnten jetzt schon mal wieder zu Nuke rennen. Ich glaube, das mache ich auch, damit ich auch wirklich alles aus meinem Briefkasten rauspacken und auf diese schöne Auslagefläche packen kann. Ich glaube, die werde ich auch in gewisser Weise ein wenig expandieren. Und dann würde ich eventuell dann schon mit einem weiteren Charakter reingehen. Ich muss gerade mal nachgucken, das müsste dann Palex sein, ne? Für wen habe ich das denn bestellt hier alles? Wenn ich wüsste, was ich alles bestellt habe. Naja, gucke ich gleich mal rein. Ich glaube, der Großteil müsste aber auf jeden Fall für Palex sein. Ich habe auf jeden Fall mit beiden Charakteren, Komori und mit Palex, schon einige
Änderungen in den Häusern vorgenommen. Ist aber alles noch ein bisschen Work in Progress. Insofern wird da immer mal wieder ein bisschen was hin und her gehen. Ach ja. Ach ja. Ich habe auf jeden Fall immer noch mega Bock auf dieses Spiel wieder. Immer noch. Nicht wieder. Was liegt hier noch? Da lag noch was. Genau, die Modelleisenbahn. Die wollte ich nochmal bei Valek ausprobieren. Kiki. Hallo, was kann ich für dich tun? Kikiriki, sag mal, Entchen. Mir fällt auf, dass ich zu oft Heyman sage. Oder ziemlich oft zumindest. Deswegen wollte ich dich fragen, findest du es seltsam? Andere halten mich vielleicht für eigenartig. Nö, bleib dabei. Du sagst jeder hier in der Stadt. Und das ist irgendwie... hat sich cool eingebürgert. Wirklich? Ach, da fällt mir ein Stein vom Herzen, Heyman. Dann kann ich wieder durch die Stadt laufen, stolz und so. Mach das. Das ist drakonianisch hier. Eingeführt von Manu. Und du siehst, da schließt sich auch ein Urgestein der Stadt. Deswegen ist das irgendwie alles ganz cool. Und ich weiß gerade nicht genau, doch ich weiß wieder, was ich hier machen wollte. Es hat tatsächlich mal einen Sinn, dass ich hier was mache. Ich wollte nämlich diese Reihe Briefe noch einlagern. Ich habe jetzt ziemlich viel Platz in meinem Schrank, weil ich unter anderem... Okay, hier sind jetzt halt die Pilzmöbel alle. Da kann ich direkt mal das Pilzbett dazu packen, dann sehen wir schon. Ich habe jetzt schon 8 verschiedene Möbelstücke. Fehlen, wer zählen kann, noch 2. Und ich hoffe, dass das noch bis Ende November was wird. Wir haben immerhin schon den 25. Das heißt, nicht mehr allzu viele Chancen auf neue Möbel. Hier ist ein Badebecken, dann packe ich hier jetzt einfach mal die Badwand dazu. Hier ist nichts, aber ich habe auch, glaube ich, noch eine Seite für Outfits. Da waren die restlichen Halloween-Sachen. Da bin ich aber auch schon wieder drüber, über die Klamotten. Da seht ihr auch mal wieder, ich achte gerade überhaupt nicht so auf das, was ich tue. Die Klamottenseite war schon voll, dann packen wir die mal hier dazu. Ja, das Pfeiloutfit, ich weiß nicht, ob ich das behalte. Sobald es schneien wird, kann ich auf jeden Fall mal meine schöne Wintermütze hier anziehen. Und ich glaube, ich snack mir mal gerade meine Hornbrille wieder. Denn ich wollte ja auch meine Herzchenbrille hier gleich hindroppen, damit ich die mit Palek tragen kann und mal schauen kann, wie es aussieht. Genau das gleiche gilt jetzt für diese Modelleisenbahn, die hier noch liegt. Die wollte ich halt mal in dem Kinderzimmer ausprobieren. Auch da habe ich mich mittlerweile umentschieden. Ich wollte ja eigentlich, der Hauptgrund, warum ich so ein Kinderzimmer machen wollte, ist ja eigentlich gewesen, dass ich den Spielteppich gerne einfach mal irgendwo liegen gehabt hätte. Allerdings irgendwie jetzt, nachdem ich mich länger mit dem befasst habe, beziehungsweise nachdem ich ihn einfach länger angesehen habe, finde ich jetzt doch gar nicht mehr so cool. Ich habe mich ein bisschen satt gesehen, kann man durchaus sagen, und... deswegen will ich ihn jetzt nicht mehr unbedingt da liegen haben, sondern habe mir tatsächlich ein eigenes Design entworfen, was irgendwie schön aussieht und schön passt. Also, obwohl ich da ein bisschen... ja, es sieht nicht ganz so nahtlos aus, wie ich das Design entworfen habe, aber schaut gleich einfach mal selber. Die ganzen Briefe werde ich jetzt nicht öffnen. Keine Sorge, ich werde nur die Geschenke entfernen und droppen. Und dann mit Palek aufnehmen. Und deswegen werde ich jetzt auch nicht irgendwie schon mal ins Haus gehen und zeigen, was ich so gemacht habe, weil das werden wir gleich sowieso tun. Mit Komori gehe ich wahrscheinlich heute nicht mehr, wobei, okay, hier sind Royal-Sachen. Die sind tatsächlich für Komori. Dann sollte ich das eventuell, ach nee, scheiß drauf. Ich wollte gerade sagen, wir sollten das vielleicht ein bisschen sortieren. Was ist für Palek, was ist für Komori, und ich glaube, die Sachen, die wir jetzt hier machen, die wir jetzt hier haben, sind alle für... ach Gott, das sind die ganzen Royal-Items, die sind alle für Komori. Ja, also ich glaube, dann müssen wir gar nicht mit Palek reingehen eigentlich. Ich tue es trotzdem, ne? So, Goldanlage Birkenfeige, das ist jetzt eine gute Sache. Oder eine lustige Sache, besser gesagt. Ich weiß nämlich tatsächlich absolut nicht, wem die zugeordnet ist. Also, was ich damit verschönern wollte. Die Goldanlage war, glaube ich, noch für das Luxuszimmer, also da, wo die Luxusserie jetzt drin ist. Und das andere Teil dann wahrscheinlich auch. Achso, nee, ich wollte nicht die Zeit verändern. Nein, 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 das passt alles. Ich gehe jetzt erstmal mit Palek. Ich gehe mit Komori rein. Ich gehe mit Komori rein. Ich kann gleich nochmal ein Stündchen vorspulen, in der Hoffnung, dass dann vielleicht neue Post da ist. Ich befürchte aber, das wird nicht der Fall sein. Mit Komori muss ich auch mal zum Friseur oder einen generellen Make-up mit ihm machen, so ein Makeover, so nennt sich das. Aber gut.
Charakterdesign habe ich jetzt halt mich wirklich noch gar nicht drum gekümmert, deswegen lege ich jetzt auch hier diese tolle Brille ab, damit man sich das mal anschauen kann. Und mit Matroas Mask für Komori bin ich eigentlich auch relativ zufrieden. Ich habe mich mittlerweile auch entschlossen, wer dann bald in unsere Stadt einziehen wird. Das war auch mal eine ganz frühe Überlegung aus ersten Parts, beziehungsweise aus der Zeit, wo ich Komori dann in die Stadt geholt habe. Ich meine, unsere Stadt heißt Draconia, oder unser Dorf, aber mittlerweile ist es eher eine Stadt, würde ich sagen. Habe ich jetzt alles aufgehoben? Ich glaube schon, ja. Kam jetzt irgendwie so schnell vor. Ja, die Modelleisenbahn brauche ich jetzt natürlich nicht. Ich dödel. Naja, macht nichts. Ja, unsere Stadt heißt Draconia. Wir haben jetzt den Komori hier drin. Ja, ich glaube, ihr wisst ungefähr, worauf ich hinaus will. Wir werden auf jeden Fall wieder einen Wind Waker-Charakter nehmen. Und ich hätte gerne einen weiblichen Charakter. Und ich bin kein riesiger Freund von Tetra, beziehungsweise auch dem Namen an sich. Dafür habe ich eine Affinität zu einem anderen Namen und zu einem anderen Charakter generell aus Wind Waker. Und damit würde es dann Medoli. So, für dieses Zimmer hier habe ich noch ein paar Items. Das soll hier so eine Art Hotellobby sein. Und deswegen würde ich auch eigentlich noch dieses Bett rausschmeißen wollen. Auch wenn es expensive as fuck war und halt auch eigentlich sonst nirgends reinpasst. Aber ja, es soll halt einfach eine schöne Lobby werden. Und hier müsste ich dann auch noch was kaufen. Das könnten wir vielleicht auch gleich mal tun. Nochmal zu Grazia fahren mit ihm dann direkt. Die Royalsachen waren nicht dafür gedacht. Haben wir die Goldanlage. Goldanlage und auch... Ne, die Dame war auch für unten. Die Birkenfeige wollte ich hier noch mit reinstellen. Das passt, glaube ich, ziemlich gut in diese Ecke. Also es ist irgendwie... Ich will nicht sagen, dass die edel aussieht, aber es ist irgendwie die beste Pflanze, die man so in so eine Hotellobby irgendwie stellen kann, hatte ich das Gefühl. Also hier würde dann nochmal genau so ein Sofa hinkommen, was ich mir dann noch kaufen würde. Und die Goldanlage würde ich halt auch gerne hinstellen, damit wir Musik haben. Was jetzt aber nichts bringen wird, weil ich habe halt kein Musikzeugs hier mit Komori am Start. So, und eventuell würde ich da hinten halt noch was hinstellen, aber ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, was ich da noch hinpacken soll. Die Goldanlage passt am besten hier rein. Auch wegen dem... Es ist Gold, es ist schwarz, es passt einigermaßen. Nicht perfekt, aber es ist das Beste, was man, glaube ich, so finden kann. Ich würde die auch nicht so gern so eng stellen. Aber ansonsten finde ich das Zimmer schon mal ganz in Ordnung. Wir können schon mal nach oben gehen. Da habe ich aktuell die Spooky-Serie drin. Sieht alles sehr eng aus, ich weiß. Liegt aber daran, dass ich überlege... Also das ist absolut noch nicht final. Ich habe die Möbel jetzt nun mal schon rübergepackt. Hier würde ich vielleicht noch die Pilzserie mit integrieren, zumindest teilweise, und gucken, was so am besten passt. Und hier unten, auch das ist einfach nur hingeklatscht bisher. Ich sehe das schon daran, dass diese Kommode hier so steht. Hier möchte ich die Royal-Serie mit reinklatschen. Und habe mir da jetzt wieder diese diverse Möbel gekauft. Also alle Möbel eigentlich, die ich jetzt im Katalog zur Verfügung hatte bei Tom Nook. Und die mir auch nicht... Okay, jetzt habe ich zwei Royal-Vitrinen. Warum das denn? War ich so zu, als ich mir die bestellt habe? Offenbar. Also es gab ein Möbelstück. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was das war. Das fand ich relativ blöd. Vom Look her jetzt. Das habe ich mir halt nicht gekauft. Und ich weiß auch nicht, ob ich hier jedes Royal-Item reinstelle. Aber ich möchte zumindest mal die Möglichkeit haben, jedes Royal-Möbelstück theoretisch hier reinzustellen. Und dann entscheide ich das. Ich weiß gerade leider echt nicht mehr, was das für ein Möbelstück war. Das war auf jeden Fall weiter unten in der Liste. Das letzte oder vorletzte Item war das. Ich glaube, mit dem Royalspiegel zusammen irgendwo in der Gegend. Aber ist auch nicht so wichtig. Ihr seht ja, was fehlt, wenn ihr das unbedingt wissen wollt. Wisst ihr ja wahrscheinlich auch, welches Möbelstück das sein könnte. Und die Dame weiß, passt halt farbig hier rein. Farblich hier rein. Muss ich mir überlegen. Ich lasse einfach mal hier stehen. Und dann schauen wir mal, ob das hier drin bleibt oder nicht. Eventuell widmen wir uns dieser Verschönerung des Raumes hier auch nochmal heute. Aber ich glaube, das ist eher so ein sehr rudimentärer Part, was alles angeht, was ich so normalerweise mache. Und ich hätte mir eigentlich direkt mal meine Karte mitnehmen können. Gehe ich nochmal gerade zurück. Ich habe ja noch ein paar Millionchen hier mit Komori auf dem Konto. Mit mir, mit Niklas, habe ich mittlerweile auch wieder 1 Million auf dem Konto. Beziehungsweise 900.000, aber ich habe jetzt noch ein 99.000 Sterni-Sack im Schrank, wo ich einfach bisher zu voll war, den zur Bank zu bringen. Und ja, entsprechend dann halt noch 1 Million zusammengerechnet, ne? Klar.
Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in die Großstadt, holen uns noch ein weiteres Royal-Möbelstück, nämlich dann ein weiteres Royal-Sofa. Was dann in unsere schöne Hotellobby kommt. Wie ihr sicherlich dann schon gesehen habt, ne? Unten werde ich dann halt so ein kleines weißes Zimmer machen, gemischt aus Schneeserie und Royalserie. Eventuell noch schöne weiße Items, die mir gefallen, die passen. Wie zum Beispiel die Dame, aber ich habe irgendwie jetzt so auf den ersten Blick das Gefühl, die wird nicht drin bleiben. Dafür werde ich dann wahrscheinlich höchstwahrscheinlich, denke ich mal, Schneeserie, also Schneeteppich und Schneetapete nehmen, weil die Royal, ja, Wand- und Bodenbelege, die Beläge, die sind irgendwie nicht so schön. Beziehungsweise farblich halt nicht passend. Der Royal-Teppich ist ja blau. Die Tapete ist, glaube ich, irgendwie so grünlich oder so, also so ganz komisch. Es passt einigermaßen, wenn man die Serie im Raum hat, aber es geht ja hier vor allem um den farblichen Akzent und da passt das dann halt gar nicht. Da werden wir auf jeden Fall bei Schneeteppich und Schneetapete bleiben. Da ist Hilda. Kannst du für Philipp einziehen, fände ich cool, aber ich glaube, wir brauchen ja leider wieder so einen Muskelprotz, ne? Naja, schauen wir mal, wer einzieht. Willkommen bei Grazias Grazia, ja. Naja. Hier könnte ich mir natürlich auch was kaufen, aber gerade die Outfits hier zum Beispiel sind einfach schrecklich in dieser Saison. Einfach schrecklich, wirklich. So, ich hätte hier gern so ein Ding. Oh, das nennt sich ein Luxussofa. Also, in einem passenden Raum sieht das ganz schön aus und es kostet auch nur 120.000 Sternis. Das ist ja fast geschenkt hier. Nimm mal mit. Herzlichen Dank, viel Freude damit. Jo, danke. Das war auch schon unser Großstadtaufenthalt. Bis zum nächsten Mal. Da ist Jule. Ein Klassiker aus dem Let's Play vom Domi. Finde ich auch ein bisschen schade, wo ich jetzt gerade schon mal das anspreche, dass er da jetzt wirklich nach, ich weiß nicht, wie viel Parts hat er jetzt, so 15 oder sowas, dass er jetzt halt wirklich hauptsächlich nur noch die Feste so mitnehmen will und das ganze Spiel so ein bisschen, ja, nicht mehr so den Spirit lebt, der in Animal Crossing ist. Ich meine, klar, ich sehe es auch hauptsächlich gerade noch so auf die speziellen, besonderen Sachen ab, liegt aber auch daran, dass ich mittlerweile 226, 27 Parts habe, irgendwas zwischen 220 und 230 Parts, dass wir schon sehr viel Onscreen gespielt haben, seit 3 Jahren mittlerweile, ja. 2017, im Januar habe ich das Projekt gestartet, mittlerweile ist es Januar 2020, sogar zum Aufnahmetag mein Geburtstag. Und ja, 3 Jahre habe ich in dieser Stadt eigentlich alles Mögliche gezeigt, vieles auch nicht, klar, weil es eben sehr repetitiv ist. Aber gerade Domi hat noch sehr viele Sachen, die er theoretisch zeigen könnte. Und ich verstehe auf jeden Fall seine Beweggründe. Absolut klar. Ach so, ich bin gerade mit Komori drin. Ich habe irgendwie jetzt gerade gedacht, hä? Was ist denn hier neu? Meine Güte. Finde ich irgendwie tatsächlich ein bisschen schade, aber ich verstehe es halt komplett, ne? Vor allem, weil man sich jetzt auch nicht unbedingt auf den Aufbau und wirklich die Pflege einer perfekten Stadt und sowas sich kümmern will, wenn halt in 2 Monaten das neueste Animal Crossing rauskommt. Und das war ja auch eigentlich sein Beweggrund für dieses Let's Play, dass er gesagt hat, okay, ich möchte mich mit Animal Crossing generell vertraut machen, möchte mir angucken, wie das Ganze so funktioniert. Das sieht doch schon viel besser aus. Und ja, dann schauen wir mal, wie New Horizons wird. Und deswegen verstehe ich auch, wenn man sich da jetzt nicht unbedingt die Zeit nehmen will, zumal er sicherlich auch viele andere Projekte noch machen möchte gerade. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Deswegen, ja klar, verstehe ich absolut. Es ist trotzdem irgendwie ein bisschen schade. Vor allem, weil das Projekt echt cool ist. Auch wenn er verpeilt as fuck ist und gefühlt mit jedem Part verpeilter wird, es ist trotzdem unterhaltsam. Ja, ich glaube, mit Komori wäre es das soweit. Ich könnte mal wieder meine Schleuder einpacken, ganz genau. Die habe ich mit Komori einmal gedroppt, weil ich keinen Platz mehr hatte. Und ich glaube, bei der Axt war es dasselbe. Da bin ich mir aber auch gerade unsicher. Ich nehme es mal mit. Ich glaube, mit Palek habe ich jetzt eine mitgenommen. Und das hier müsste so gesehen wieder meine sein, auch wenn es jetzt nicht genau meine ist hier mit Komori. Naja. Dann jetzt habe ich noch dabei, ne? Modelleisenbahn. Ja. Royal-Vitrine wird dann irgendwann wieder verkauft. Aber die Modelleisenbahn möchte ich noch gerade rausschmeißen. Dann gehen wir noch ganz kurz mit Palek rein. Ich zeige euch ganz kurz, wie das Haus aktuell aussieht. Ich werde gucken, wie die Modelleisenbahn aussieht. Ich mache mal gerade einen State. Und ich glaube, der Part ist auch schon wieder relativ lang, ne? Halbe Stunde ist jetzt wieder so knapp rum. Aber ich mag lange Parts. Vor allem in Animal Crossing. Man hat einfach so viel
zu zeigen meistens. Und es ist einfach sehr entspannend und ich mag es einfach. Eigentlich wollte ich auch nochmal mit mir reingehen und gucken, ob Post angekommen ist, weil ich habe ja noch weitere Sachen, die ich hier präsentieren kann. Eventuell mache ich auch doch noch einen zweiten Part jetzt heute. Hatte ich jetzt so nicht vor eigentlich, aber ich habe auch generell nicht vorgehabt. Also ich habe generell nichts geplant hier. Ich glaube, ich mache noch einen zweiten Part. Werde nochmal ein bisschen angeln. Deswegen könnte ich das theoretisch mit Palek auch auf einen weiteren Part verschieben. Aber mache ich nicht. Ich werde jetzt euch nochmal kurz das Ganze zeigen hier und dann beim nächsten Mal eventuell dann ein bisschen mehr einrichten, wenn sich das anbietet. Wenn nicht, dann halt nicht. Joa. So, hier sehen wir jetzt zusammen, und das ist auch eigentlich schon ein relativ finales Zimmer, würde ich sagen, die Herzchenserie, beziehungsweise alles, was ich davon habe. Und die Herbstserie komplett. Das habe ich euch auch noch aus dem letzten Part versprochen, euch die mal zu zeigen. Das sind jetzt alle Items. Es hat Ewigkeiten gedauert, ehrlich gesagt, Gernot immer wieder zu finden. Es war nämlich leider genauso wie bei Jakob, dass wir natürlich nicht die Items in einer Reihenfolge bekamen. Da habe ich auch noch ein bisschen nachzutragen. Beim Herbstfest ist es nämlich so, wenn man den Bewohnern das Besteck gibt, dann geben sie einem auch Tipps. Das hat auch Mandy höchstwahrscheinlich getan. Das habe ich halt nur nicht richtig gelesen, weil ich abgefuckt von Mandy war. Ich war abgefuckt generell von allem, von der Technik und auch generell einfach davon, dass die hier einfach einen Truthahn schlachten wollen. Auf jeden Fall war das halt alles ein bisschen, ja, ging drunter und drüber und ging dadurch ein bisschen unter, dass die Bewohner mir halt so Tipps geben, wo der Gernot sich befindet. Das habe ich dann halt selber mal ein bisschen erstmal wieder gerafft. Die sagen dann zum Beispiel so, ah, guck mal, hier wurde eine komische Kreatur am Strand gesichtet und dann weiß man halt, okay, ich muss jetzt zum Strand und Gernot da finden. Und theoretisch kann man das dann also auch so machen, dass man jedes zweite Besteck halt einem Bewohner gibt und das andere dann halt dem Gernot, wo man dann einen Hinweis bekommt, wo der sich befindet. Das könnte eventuell ein bisschen schneller gehen, eventuell, je nachdem, wo er sich auffällt, wenn er jetzt beim Rathaus zum Beispiel auffällt, wo man anfängt zu suchen, bringt das sicherlich nicht so viel, wie wenn man ihn einfach direkt sucht. Ich habe ihn auf jeden Fall immer direkt gesucht, weil mir das zu blöd war, irgendeinen Bewohner zu finden, ihm das zu geben und dann wieder zurück zu Turtle zu rennen und so. Und war es mir halt echt nicht wert, deswegen habe ich das dann direkt, habe ich ihn direkt immer gesucht und es hat halt einfach wirklich, ich glaube, ich habe irgendwie 30 Mal oder sowas das Besteck zu ihm gebracht, bis ich dann wirklich alle 10 Items plus Tapete und Teppich hatte. Tapete und Teppich habe ich jetzt hier schön in meiner Kommode drin. Ich glaube, das sind auch schon die beiden hier, genau. Ja, und ansonsten sieht er ja alles schön pink und rosa, schön pink und lila eingerichtet. Und ich finde das echt ganz schön so. So, was war gleich nochmal oben? Oben habe ich euch, glaube ich, auch schon mal kurz gezeigt. Jetzt haben wir auf jeden Fall auch hier Musik, nämlich mein Zuhause. Ich bin mir immer noch ganz unsicher, ob ich mein Zuhause hier laufen lasse oder KK Calypso. Ich habe mir jetzt beide mal geholt. Also auch wirklich bei KK. Ich habe das alles noch in meiner Anlage. Weil auch den Song finde ich irgendwie ganz passend hierfür. Genau, ich hatte mir noch 2 Weizenfelder bestellt, die ich gerne hier hinballern würde und einfach mal gucken wollte, wie das aussieht. Die soll dann also auch in der nächsten Zeit noch ankommen. Und ganz unten haben wir dann noch mein Kinderzimmer. Jawohl. Das sieht aktuell so aus. Auch hier kommt noch eine Anlage hin. Den rechten Bereich finde ich eigentlich schon ganz schön hier mit den ganzen Azur-Sachen. Ich weiß gar nicht, wie ich unbedingt darauf kam, jetzt Azur-Möbel zu haben in diesem Zimmer. Aber ich hatte die Belkomori im Schrank gesehen, so gesammelt. Und da dachte ich mir so, könnte eigentlich gut hier reinpassen. Ich hatte vorher mal hier die Himmelstapete an der Wand. Und ich weiß nicht, ich finde das auch so ganz schön. Aber ich finde, die Azur-Tapete ist auch eine nette Sache. Also da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ich glaube, die Azur-Tapete werde ich lassen. Natürlich haben wir hier den Froggy Chair, den ich mittlerweile auch in Papercraft nachgebastelt habe. Ja, ich habe Froggy Chair gesagt. Ja, und jetzt wollte ich hier eigentlich nochmal genau die Modelleisenbahn austesten. Ich meine, ist halt grün, klar, aber ich habe ja auch sowieso schon ein paar grüne Akzente da drin. Deswegen könnte die trotzdem ganz schön aussehen. Ja, irgendwie passt es irgendwie auch nicht, aber ich glaube, ich lasse die wirklich drin. Hier möchte ich noch ein schönes Sofa hinstellen. Der Azurstuhl fällt, wird an sich, glaube ich, komplett rausgeschmissen. Aber ich glaube, an sich könnte man das so auf jeden Fall stehen lassen. Ja, finde ich ganz schön. Das Shogi-Brett, ja, ich glaube, das fliegt raus. Das passt auch nicht so unbedingt hier rein. Hier haben wir so einen kleinen Astro-Bereich. So, ey, wir sind voll der begeisterte Astronauten-Fan. Hier haben wir so eine kleine Tischtennisplatte. Ein bisschen was zum Lernen mit Froggy Chair. Ein bisschen Unterhaltung. Eine schöne Uhr, damit man auch immer weiß, wie lange man schon ferngesehen hat. Ja, ja. Ganz wichtig hier. Ein schöner Birnenschrank, der ursprünglich mal drin stand. Und den habe ich auch einfach drin gelassen, auch wenn wir jetzt hier eigentlich Schränke genug haben. Und 2 schöne Teddybären. Und ein richtig klassisches, schönes Bettblau. Finde ich sehr schön. So, ach ja, ich wollte natürlich auch noch hier so einen kleinen Kosmetik
Bruch machen. So sieht das Ganze aus. Ich finde das eigentlich ganz schön. Jetzt brauche ich nur noch ein schönes Outfit, die Schuhe mal umändern und dann finde ich den Look eigentlich ganz schön. Ja, ich überlege gerade, ob ich diesen Part nicht vielleicht doch splitte, aber nein, das mache ich nicht. Ich beende jetzt diesen Part mit wahrscheinlich so 35 Minuten oder so. Werde jetzt aber noch einen aufnehmen und dann sehen wir uns entsprechend dann morgen wieder. Ja, wenn ich mit mir auf jeden Fall noch mal ein bisschen angel, da habe ich Lust drauf und mal schauen, was wir noch so machen. Ich weiß es wirklich noch nicht ganz. Bis dahin. Tschüss.